So, liebe Leute, ich habe mir die komplette Serie von Slayers geholt. Eine kurze Vorgeschichte. Das erste Mal, wo ich von Slayers gehört habe, das ist auch schon etwas länger her. Das kenne ich noch vom Videospiel auf den Sega Saturn. Da habe ich vor einiger Zeit in einem Comic-Geschäft diesen Manga gesehen davon. Da dachte ich, hey, das kenne ich noch von dem Spiel. Habe mir das geholt. Durchgelesen. Ich war natürlich sehr begeistert. Und dann habe ich halt gesehen, dass es natürlich auch die Anime-Serie gibt. Also dafür muss ich nicht googeln, das stand hier schon alles mit drin an der Rückseite. So, dann habe ich mir die drei geholt. Plus noch die, soll man sagen, die Filme. Das war irgendwie so ein Gesamtpaket, da war das irgendwie ein bisschen billiger, den noch mit dazu bekommen. Auch cool. Und ich wollte euch mal zeigen, was da eigentlich so innen drin ist in diese, ja, wenn ich es aufkriegen kann. Warte mal kurz. Ja, jetzt habe ich was aufzukriegen. So, zack. Zip. Und so. Also, das ist jetzt die erste Staffel. Das hat so ein Schubel. Dann haben wir das hier mit dabei. Das sind hier so Postkarten. Kriege ich das auf, ohne das kaputt zu machen? Ah, ja. Okay. So. Dann machen wir mal so. Das sind die Postkarten. Und dann haben wir hier die DVDs. Wollen wir das auch noch machen? Ja, wir machen sie einfach einmal alle. Ich weiß, ich sollte mir eine Schere suchen, aber naja, hiermit geht's ja auch. Ich tippe mal auf weitere Postkarten. Und jawohl. So. Right. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne halt die anderen Staffeln natürlich nicht. Also von die erste Staffel habe ich auch nicht alle Folgen gesehen. Also ich muss halt eine ganze Menge nachholen, wenn ich das hier so sehe. So, da haben wir die dritte Staffel. Ich möchte übrigens keine bezahlte Werbung machen, aber die sind natürlich von, wenn man sehen kann, Nippon Art. Das ist so ein Shop oder sowas ähnliches hier in Deutschland. Die machen das, denke ich mal, ganz gut alles. Ich habe das erste Mal von denen überhaupt was geholt eigentlich. Weiß nicht, ob die auch bei den einen oder anderen Convention vertreten sind. Da achte ich halt nicht immer drauf, wenn da wer da alles so mit dabei ist und wer nicht. Ja, der ist gut, Junge. Rotz. Na. Die eine Karte schon mal ein bisschen kaputt an der Rückseite. Naja. Scheiß drauf. Ah, Jungs, Flickertruppen, Mann. Ja, das ist hier eine richtige schöne Challenge. So, hier sind die Postkarten von der dritten Staffel. Auch noch ganz schön von der vorne Seite. Die Rückseite zeige ich mal nicht von der einen Karte. So. Jupp, das waren die Karten. Dann
Und hier nochmal die DVD. Jo. Okay. Die. So. Das hier sind die OVAs oder Filme. Das gab es irgendwie. Nein, im Paket halt will ich mir dazu sagen, ja, dann kann ich mal machen. Dann habe ich halt gleich alle. Später habe ich irgendwie gesehen, dass es auch noch in den Jahren danach irgendwie noch zwei Staffeln gab, aber ob die jetzt genauso gut sind wie sie jetzt haben, das weiß ich halt nicht. Aber was ist das denn hier? Nochmal ein so eins. Ja. Cool. Also gut, das hier sind die. Sind ja auch nochmal. Ja. Anscheinend sind die auch nochmal verpackt. Ist ja auch egal. Ich, ja. Muss jetzt. Es sieht aus, als wäre in denen hier was drin. Deswegen, dass ich mal sage, ich mache den mal auf, um zu zeigen. Und den Rest zeige ich einfach so die Vorder- und Rückseite. Und dann war es das auch gut, glaube ich. Okay, dann haben wir hier, was ist das hier? Das ist ein. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es hat zumindest einen Wendecover. Das hier ist ein. Ja, damit kennt ihr euch wahrscheinlich ein bisschen besser aus sich. Es ist aus Plastik. Ja. Nicht verkehrt. Guck mal, es hat einen Wendecover. Das ist gleich wie. Naja, passt. Jo, passt. So. Ich glaube, das reicht. Tschüss. Ah ne, die anderen Koffer noch. Ha, guck. Vorne Seite. Rückseite. Vorne Seite. Was ist das? Rückseite. Okay. Vorne Seite. Und die Rückseite. Hier eins. Hier noch eins. Dann haben wir hier die letzte. So, jetzt ist wirklich süß. Tschüss. Oh, fuck. So, damit ihr nicht denkt, ich sei verschwenderisch mit Postkarten. Ich hänge sie mir an der Wand. Also, nein, jetzt nicht die von Stairs, aber es ist noch genügend Platz. Die kommen einfach schön an der Wand. Also halt an den Schrank oder Wand oder Schrank, keine Ahnung. Tschüss.